Hallo, moin, moin, meine Tippfreunde. Die Tipps müssen noch laufen. Ich bin heute wieder spät dran. Wir wollen gleich anfangen. Heute Abend natürlich hochinteressant. Holstein Kiel, Hannover 96. Kiel, Hannover hat gewonnen. Also das wird ein interessantes Spiel. Ich sag mal, das gewinnt Holstein Kiel 2-1. Dann haben wir Düsseldorf gegen FCK. Also Düsseldorf muss nachlegen, das werden sie auch. Die gewinnen das Ding 1-0. Dann haben wir morgen unseren HSV gegen Sandhausen. Muss ich natürlich ein bisschen was zu sagen. Also solche Leistungen wie in Fürth, wenn sie die wiederholen oder häufiger wiederholen, dann gewinnst du kein Spiel mehr. So sehe ich das. Die Kritik muss auch sein. Und wenn Ferro schon sagt, das ging gar nicht, das war die unterste Schublade, wie sie gespielt haben. Also dann ist da schon was dran, wenn der sich öffentlich äußert, unser Torwart. Aber ich will da gar nicht lange reden, ich habe sie vorhin gesehen, sie waren alle optimistisch. Sie wollen natürlich vor der Reise, sie fliegen ja morgen nach Amerika, wollen sie noch 3 Punkte machen, müssen sie auch. Und ich bin mal optimistisch und ich sag mal, wir gewinnen das 3-0. Robert hat mir mindestens 1 oder 2 Dinge versprochen. So 3-0 ist egal, ob ihr nun lacht oder schreit oder meint, ist mir egal. 3-0 HSV. Dann haben wir den KSC gegen St. Pauli. Ohne Ambrosius bei KSC. St. Pauli auswärts. Eine 0. Kann ich nur sagen, das gewinnt KSC 3-1. Braunschweig, Hansa Rostock. Ein Topspiel. Oha, mein lieber Kollege, das ist natürlich ganz was Tolles. Das wird natürlich eine enge Kiste, die spielen ja beide unten mit. Also ich würde sagen auch, Hansa mit dem neuen Trainer hat ja gleich ein bisschen gebracht. Ich würde sagen, das sind 1-1. Da haben wir irgendwie Darmstadt, da muss ich natürlich noch ein Wort zu sagen, wie die wieder in Magdeburg gewonnen haben. Das passt auf keine Kuhhaut, wieder 1-0 durch den langen Pfeifer. Und wen stellen sie als Gegenspieler auf? Quarteng, der ist 1,70 groß. Also Tietz, was du da veranstaltet hast, also der kleine Kerl soll den Großen vom Kopfball stören, das geht überhaupt nicht. Und der Schiedsrichter war eine 0. 0,0. So ein Mann noch weiter in die 2. Liga, der kann sich das in die Tonne treten. So ein Schiedsrichter braucht wir nicht und so ein Keller. Schaff endlich mal den Keller ab, diesen Müll, den Dreck. So, das sind meine Worte, da hat Peter bald keine Lust mehr drauf auf den Scheißkeller. So, das Ergebnis muss ich auch sagen, das wird Darmstadt gegen Kräuter Fürth, also das wird Darmstadt nochmal gewinnen, nämlich an 1-0. Kräuter Fürth, auch dieses Gegurke da, aber ist egal, 1-0 gewinnt Darmstadt. Nürnberg, Paderborn, ja, jetzt ist Nürnberg mal langsam fällig, wieder nur unentschieden. Und Paderborn auch, ja gut, Paderborn auch jetzt auch nicht mehr so stark. Also ich gönne das natürlich Nürnberg, dass Nürnberg das Ding 2-0 gewinnt. Habe ich mal ein Gefühl. Dann haben wir Arminia Bielefeld gegen Magdeburg. 13.30 Uhr. Da schlägt mein Herz schlägt natürlich für Tietz und Konsorten, weil sie auch betrogen worden sind. Aber Bielefeld ist ja auch nicht gut im Moment. Das ist ja auch alles dünner. Ich würde mal sagen, das wird ein 1-1. So, da vor der 17. Spieltag, Jungs, haut rein, ist Tango. Peter hat nicht viel Zeit, aber mit dem Keller und mit diesem blinden Schiedsrichter. Also mein lieber Gott, da machst du den Fußball mit kaputt. Das ist meine Ansage. Also das so geht das nicht weiter. Aber wie gesagt, der DFB und DFL, die ziehen das Ding durch. Also, und das bleibt so. Aber wie gesagt, mich kotzt das an. Und ich glaube, Millionen zweite Liga-Fans auch, was gestern Abend gelaufen ist in Magdeburg. Eine Frechheit. Und da hat das natürlich wieder Glück gehabt, vorne. Das 5. Mal 1-0 gewonnen. Aber wie gesagt, wir haben noch eine Rückrunde, Darmstadt. Da kannst du einen drauf lassen. Tschüssi.